Um eine Power-App mit einem Nutzer zu teilen, öffnest du im ersten Schritt Power-Apps. Das kannst du über die Office-Kachel oder über den Link make.powerapps.com. Auf der Startseite von Power-Apps findest du alle Apps, auf die du Zugriff hast. Wenn du jetzt eine App mit einem Nutzer teilen willst, klickst du auf die drei Punkte rechts neben der App, klickst auf Share oder Teilen und gibst hier den Namen des Nutzers ein. Jetzt kannst du noch festlegen, ob der neue Nutzer, in diesem Fall Marie Hansen, Mitbesitzer der App sein soll oder nur ein Nutzer. Wenn er nur Nutzer sein soll, dann musst du nichts tun. Wenn er Mitbesitzer sein soll, setzt du hier den Haken bei Co-Owner. Ein Mitbesitzer kann die App nutzen, aber sie eben auch bearbeiten und mit anderen Nutzern teilen. In unserem Fall reicht das Nutzerrecht. Wir können noch eine E-Mail an den neuen Nutzer senden. Wenn wir das nicht wollen, dann entfernen wir diesen Haken. Zudem musst du sicherstellen, dass alle Datenquellen, die die App nutzt, auch für den neuen Nutzer freigeschaltet sind. Wenn hier also zum Beispiel eine SharePoint-Liste oder eine Excel-Liste mit der App verbunden ist, dann stelle sicher, dass der Nutzer auch Zugriff auf diese entsprechende Datenquelle hat. Dann müssen wir nur noch auf Share oder Teilen klicken und die Nutzerrechte sind erfolgreich zugewiesen.